heute holt ihr mich einen ganz besonderen Gast, den ihr alle kennenlernen müsst. Es ist der ganz berühmte, ganz stinkberühmte Stinky. Oh, hallo Stinky. Oh, hallo, wie geht es dir? Ich bin hier gerade, hier mal zu sein in der Sendung. Ich bin der echte Stinky, sieht mir jetzt mal in der See und dann habe ich deinen Schwanz. Und dann kann ich pup, 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 fertig ist der Pup, 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 pup. Fertig ist der Pup. Und wer einen Stinky ärgert, der bekommt es mit mir zu tun. Habt ihr das verstanden? Okay. Ich bin ein bisschen Einhorn. Jetzt war eine leichte Reise, hierher zu kommen. Also, Stinky, du hast immer so lustige Geschichten. Hast uns mal deine kleine Geschichte erzählen, denn wir wollen ganz viele Folgen mit dir machen und du wirst demnächst auch die Sendung, glaube ich, übernehmen. Stimmt das, Stinky? Die Dancing Pig. Die Theater Stinky Show oder so ähnlich, oder die Stinky Show oder so ähnlich. Ja, stimmt das? Ja, ich bin seit vielen Jahren, bin ich gefragt, ob ich eine Show machen werde oder nicht. Und das ist gar nicht mal so einfach, liebe Kinder und liebe Erwachsenen. Ich muss mich um die Stofftierrechte kümmern und das ist mit Stofftieren oft nicht so einfach. Du weißt ja, Einhorni, wir werden oft nicht so gut behandelt. Und dafür habe ich mich jetzt jahrelang eingesetzt. Ich bin zum Supermarkt gegangen und habe Stofftiere gerettet. Und damit sie nicht schlecht behandelt werden. Auch habe ich mich darum gekümmert, dass sie stinkt. Ich meine, die Stofftiere, die oft nicht gewollt werden, in richtigen Stellen abgegeben werden. Das ist ganz wichtig. Das sind die Stofftiergrundrechte. Und das Grundgesetz für die Stofftiere wird nicht so beachtet, Leute. Hier, bitte schmeißt keine Stofftiere weg. So einfach ist das nicht. Wir haben auch ein Leben. Sie haben auch Rechte. Also, denkt daran, solltet ihr einen Stoff, den nicht mögen, behandelt es gut. Macht es nicht kaputt. Sie haben auch Gefühl und ein Herz, genau wie ihr hattet. Ihr hattet und alle mal lieb wahrscheinlich. Also, ihr solltet an der besten richtig abgeben, ordentlich behandeln. Und ab und zu mal brauchen wir auch eine kleine Badewanne oder eine kleine Dusche. Immer sauber machen, okay? Und dann weitergeben. Aber immer lieb behandeln. Wir haben alle Rechte und alle glücklich sein, okay? Viel Spaß noch. Wir sehen uns in der nächsten Show mit Einhorni. Ja, also Einhorni, erzähl du mal weiter, was du noch machen willst. Ich muss mich jetzt mal richtig hinsetzen. Ja, Stinky, das war nicht total toll von dir, wenn du dich um den Schutz der ganzen Stofftiere kümmerst. Das ist total wichtig. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, ihr müsst uns mehr um die Stofftiere kümmern und die Rechte. Wir sind die euch immer zur Seite stehen, die euch immer helfen und so ähnlich, nicht? Also wir brauchen auch ein bisschen mehr Geborgenheit, nicht? Ja, so streicheln ist immer ganz gut, nicht? Also, bis bald, tschüss, tschüss!